Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei Let's Play Starbound. Ich werde heute vielleicht ein Ticken leiser sein als sonst immer oder ein bisschen weniger nervig, wie auch immer. Hab nämlich etwas Kopfschmerzen, aber weil ich leider keine Folgen von nichts mehr hatte, dachte ich mir, ich setze mich hin und nehme einfach auf. Und das obgleich, der liebe Cookie wieder da ist. Na? Ist auch gerade an meinen Füßen unterwegs hier. Nicht an den Ausschalter gehen, mein Lieber. Cookie ist mein Kater, den hatte ich damals weggegeben, als meine Ex-Freundin mich verlassen hat. Nur da die jetzt sich leider, boah, Cookie, nicht mehr um ihn kümmern kann, habe ich ihn wieder zu mir genommen. Bin ich sehr, sehr happy drüber. Der kleine Rabauke bringt hier ein bisschen Leben mit rein. Na, nicht kratzen jetzt. Er ist gerade an meinem Stuhl und will wohl zu mir hoch. Obwohl wir gerade eigentlich schon gekuschelt und gespielt haben. Na, du kleiner, tu nicht gut. Ja, ich finde, Haustiere sind schon was Schönes. Hat einer von euch welche? Und wenn ja, schreibt doch gerne rein, welche das sind und warum ihr euch gerade für dieses Haustier entschieden habt. Also ich für meinen Teil habe einen Frosch im Hals. Ich für meinen Teil habe mich für Cookie damals entschieden. Gut, hauptsächlich, weil meine Ex-Freundin ihn haben wollte. Aber im Nachhinein muss ich sagen, habe ich ihn sehr lieb gewonnen, weil es halt ein Tier ist, das man auch mal alleine lassen kann. Und er ist jetzt seit 2 Tagen wieder hier. Boah, scheiße. Das hat wehgetan. Und ich muss sagen, auch in der Zeit, wo ich auf Arbeit bin, und das ist ja gar nicht so kurz, ich gehe ja voll arbeiten, der ist super brav, hat hier nichts kaputt gemacht oder sonst was, nichts beschädigt. Voll gut. Also Katzen sind mir äußerst sympathische Tiere. Ich habe nur noch zwei. Das kann ja nicht angehen. Ja, und grundsätzlich, also ich bin, will ich mal behaupten, ein recht tierlieber Mensch. Auch wenn ich lange kein Tier haben wollte. Das hatte aber andere Gründe. Boah. Was ich ja immer schon hatte, waren auch meine Fischis, die rechts neben mir gerade rumschwimmen. Ich muss das Wasser bei denen mal wieder wechseln. Ich finde, Tiere sind sehr, naja, entspannend. Sie sind auch ein bisschen was an Verantwortung, aber gute Verantwortung. Und ich finde, jeder Mensch braucht das. Wenn man echt keine Verantwortung im Leben hat oder keine Verpflichtung viel eher. Cookie. Nicht springen. Böse. Fehlt einem was im Leben. Vor allen Dingen ist es dann auch nicht weit her mit der Disziplin. Und Disziplin ist so eine wichtige Sache im Leben. Ohne Witz, ohne die kommt man nicht weiter. Cookie. Warte, einen kurzen Moment. Nicht festkrallen! Ist der Schredder, der die Couch, der Gute. Ach ja, das ist so ein fieser Gegner. Disziplinlose Menschen, ich weiß nicht. Ich will jetzt nicht sagen, die mag ich nicht. Aber. Oh, Gottes Willen, jetzt ist er wieder bei mir. Ich bin halt eher ein Freund von Menschen, die auf sich selbst aufpassen können, auf andere aufpassen können, was erreichen wollen und es auch tun. Denn ich meine, jedem steht alles frei zu erreichen und zu tun, was man sich wünscht. Mal nun ab davon, wenn man gesundheitlich irgendwie Probleme hat oder, ja, keine Ahnung, es wirklich Wünsche sind, naja, die zu abgehoben sind. Aber grundsätzlich kann jeder von uns alles erreichen, was er will, wenn man nur wirklich mit vollem Herz dabei ist und alles dafür macht. Boah, Cookie, nein, nicht da, nicht da, da ist der Hauptschalter. Manu, du oller Katerich, geh da weg. Boah, das Schlimme ist, je häufiger man ihm sagt, geh da weg, desto eher geht er dahin, ne? Boah, nein, Cookie! Alter, das ist nämlich schon zwei, dreimal passiert, dass er das gemacht hat und deswegen geh da weg. Ich beschütze das gerade so ein bisschen mit meinem Fuß, aber auf kurz oder lang muss ich da eine bessere Lösung finden. Definitiv. Oh Gott, das war gerade knapp. Da hatte ich ein bisschen Angst, dass ich hier runterfalle. Lasst uns aber doch mal wieder zu diesem Spiel kommen. Wow. Ich spiele neben diesem Let's Play auch mit Kevin und der lieben Feli. Wow, zwei Chaos-Klubler. Privat und bin da schon etwas weiter als hier. Weshalb ich so in etwa weiß, was ich so alles zu erledigen habe. Und so weiter und so fort. In etwa, weil das meiste, Kevin hat uns ziemlich gecarried. Er ist der mitroutinierteste Spieler bei uns und hat uns halt das Allermeiste gezeigt und auch so ein bisschen für uns abgenommen. Gerade so was Sachen einsammeln angeht und bliblablub.
Das hat er dann für uns erledigt und die uns direkt gegeben. Ich weiß, dass die ersten Dinger, die wir brauchen für diese Quest hier, diese da nämlich, oder war das die? Das war die. Diese 20 Core Fragments. Einfach sehr weit unten sind auf dem Planeten. Und sobald wir die haben, können wir auch einen anderen Planeten besuchen gehen. Was war das? Ach, Cookie war das. So. Mein Headset hat so ein lauter und leise Stellen-Ding und baumelt hier herunter und da spielt der Kater nicht dran rum. Jetzt kann es sein, dass das Mikrofon einen abgekriegt hat und ihr ein komisches Geräusch gehört habt. Wenn dem so ist, tut mir das leid. Cookie ist schuld. Nein, man sollte niemals anderen die Schuld geben. Ich hätte einfach vorausschauender das alles hier vorbereiten müssen. Ich weiß ja nun schließlich, dass ein kleiner Cookie hier ist und dass der kleine Cookie Nähe braucht und Liebe braucht und deswegen immer bei einem rumgammelt. Na, du süßer kleiner Kater. Ist im Übrigen gerade, ich glaube, 5 oder 6 Monate alt. Irgendwie so, ich muss nochmal in die Papiere gucken. Ja, immer weiter runter, runter, runter. Und dann werden wir irgendwann mal diese Core Fragments finden, mit denen wir dann zu so einem Gate kommen, whatever. Wow, das ist gerade cool hier, denn Sonnesachen sollte man natürlich immer mitnehmen. Und mit Sonnesachen meine ich Rohstoffe. Kohle brauchen wir später als Treibstoff oder um Schwarzpulver daraus herzustellen. Wobei ich nicht weiß, wofür Schwarzpulver da ist. Auch wieder so eine Sache, wenn ihr das wisst, gerne in die Kommentare schreiben. Und Kupfer ist natürlich auch immer gut. Da können wir uns dann auch diverse Dinge draus craften. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Also ich habe mich total in Starbound verliebt, muss ich sagen. Weil es halt irgendwo den Charme von einem Minecraft hat. Aber entspannter. Es ist jetzt nicht so, dass man hier nicht auch kämpfen müsste, ne? Ganz klar. Aber so, oh mein Gott, ein Creeper ist hinter mir explodiert und tötet mich auf einen Schlag. Das gibt's hier nicht. Später in den anderen Welten, wenn man da unvorbereitet reingeht, hat man natürlich auch Monster, die einen ordentlich die Fresse vermöbeln, auf gut Deutsch. Nur dafür muss man halt unvorbereitet sein. Wenn man das alles peu à peu, Stück für Stück und Schritt für Schritt vor allen Dingen auch macht und sich jedes Mal gut vorbereitet, dann wird alles gut. Ich muss jetzt einmal kurz lauschen. Cookie ist nicht mehr da und ich bilde mir ein, er hat gemaunzt. Ja, sonst muss ich gleich mal einen kurzen Cut machen und gucken. Kann aber auch sein, dass ich mich einfach nur verhört habe. Okay, da ist wieder ein Vieh. Boah. Stirb! Ich liebe diese One-Shot-Waffe ja, ne? Trotzdem werde ich hier und da auch immer mal wieder ein bisschen was an Plant Fiber zusammensammeln, damit wir uns diese so, so wichtigen Bandagen basteln können daraus. 8. Oh, geil. So ein Klumpen voller Zeugs. Ja, immerhin 6 und 4. Das ist doch nicht schlecht. Oh, wir waren schon weiter unten als das hier. Gibt's ja gar nicht. Und alleine dauert auch alles wesentlich länger. Gee, he's a genius. Ich meine, wenn man dann zu zweit oder gar zu dritt unterwegs ist und abbaut, dann ist die Geschwindigkeit halt eine andere. Und wie gesagt, Kef war so nett und hat halt einiges an Zeugs für Feli und mich zusammengekramt. Klaus haben wir übrigens auch einmal gespielt. Und die beiden sind halt echt Pros, würde ich mal sagen. Vor allem im Vergleich zu mir. Aber mein Gott, von welchem Spiel kann ich das nicht sagen? So. Ja, nee, ich gehe dann mal lieber links weiter. Ach, guck mal. Hier ist sogar so ein schönes, ich aktiviere es mal, Ding. Hui, wir leuchten. Klasse Sache. Hier waren wir definitiv auch schon. Das sieht eben alles so aus, als hätten wir uns da durchgegraben. Auch wenn ich mich hier gerade wundere, weil da kommen wir doch eigentlich gar nicht durch. Okay. Und wie schlampig wir waren. Einfach mal Eisen hier liegen lassen, geht ja mal gar nicht. So. Es kommt mir alles irgendwie nicht bekannt vor. Da links geht's noch mal weiter. Oh, falscher Knopf. So müsste das passen. Ah, hier ist nochmal was zum Aktivieren. Oh, supi, Gift. Ja, ganz klasse. 7 habe ich gesagt.
Einmal auf den Kopf gehauen. Oh Mann, dauert das lange an. Ätzend. Aber hier müssen wir gewesen sein. Alles andere ist, macht. Oh Scheiße. Einfach keinen Sinn. Weil hier viel zu viele Fackeln sind. Das kann nicht auf natürlichem Wege entstanden sein. Ich glaube, das ist die tiefste Stelle. Ich kann jetzt nochmal links ein bisschen schauen. Boah, mein Gedächtnis. Aber gut, wenn man halt parallel auch nochmal einen anderen Spielstand hat, dann darf man das, glaube ich, schon mal vergessen. Will ich mich jetzt mal selber schützen hier. Gott, oh Gott, oh Gott. Hier habe ich dann irgendwann mal aufgehört, oder was? Ja, mal sehen. Wie gesagt, es ist, glaube ich, gar nicht so super wichtig, wo genau man ist. Hauptsache, man geht runter und dann findet man diese Core Fragments schon. Und das ist total wichtig, weil anders kommen wir nicht zu anderen Planeten, können nicht andere Rohstoffe finden und dann stagniert das Spiel irgendwann. Und das will ich ja nun tunlichst vermeiden. Ich will hier ja nicht nur irgendwie privates Rumgesabbel haben, obwohl ich dieses Spiel dafür auch sehr, sehr schätze, weil, wie gesagt, das kann man kaum woanders so gut wie hier. Ich will ja trotzdem auch ein bisschen was an Fortschritt. Bessere Waffen und heftigere Gegner und Bossfights und so ein Krimskrams. Will ich euch alles nicht vorenthalten. Oh Gott, hier geht es jetzt gerade aber echt tief runter. Ein bisschen Zwischenfackeln setzen. Ich hoffe doch mal, dass wir gleich irgendwo auf eine Höhle stoßen und dann nicht mehr graben brauchen. Nicht wundern, dass ich hier so ein bisschen asynchron alles wegmache. Ich habe halt immer gerne Plattformen, wo man dann auch wieder raufspringen kann. Muss man den nicht extra anlegen bzw. machen. Und ich glaube, hier haben wir den von mir erwähnten Durchbruch. Wow, sogar ein bisschen was an Gold haben wir hier liegen. Das ist natürlich fett. Wow, und eine schicke Eisenader. Sehr, sehr geil. Ein bisschen was ausleuchten hier. Ach so, ja, wir sehen auch nur was, weil wir noch diesen Helligkeitsbuff haben. Fällt mir jetzt gerade so auf. Jetzt hätten wir schon längst im Dunkeln gestanden. Einmal umdrehen. Oh, Katerchen macht wohl sein Geschäft. Ich habe es nur rascheln gehört. Ich dachte, er wäre an Papier, aber ja, wenn man Kopfhörer auf hat, hört man das immer nicht so sehr. War wohl kein Papier, war Katzenstreu. Ich liebe den Kater ja sowieso dafür, dass er das von vornherein kannte, konnte. Er hat noch nicht ein einziges Mal irgendwie hier hingepiescht oder so. Sind ja sowieso sehr, sehr reinliche Tiere, die Katzen. Könnte so manch ein Mensch sich eine Scheibe von abschneiden. Inklusive moi. Nein. Ich bin auch reinlich, sagt Chef immer. Ach, guck mal, bist du fertig mit deinem Geschäften jetzt wieder hier? Kleiner Scheißer. So, das bauen wir ab. Ach was, wo hast du denn das Bällchen her? Gibt's ja gar nicht. Ey, ich merke gerade, das Bällchen habe ich mitgenommen und in so einem Karton gehabt. Der hat sich das rausgeholt und spielt jetzt damit. Kater, du bist mir zu intelligent. Ich habe Angst vor dir. Irgendwann legst du mir Futter in die Schüssel und nicht ich dir. So, mal wieder ein bisschen Zwischenlicht hier. Wobei, wäre eigentlich ganz gechillt. So ein Katerleben ist, glaube ich, nicht das Schlimmste von der Welt. Wenn es denn in guten Händen ist, das Kätzchen. Ich will mal behaupten, meine sind nicht die schlimmsten. So. Da ist Water. Und ein bisschen Lehm. Oh. So. Oha. Hier geht's aber deutlich weiter. Uiuiuiui. Ja, kommt mal her, ich will nicht die anderen noch erwischen. Die sind ja grundsätzlich friedlich. Und werden nur dann aggro, wenn man sie angreift. Ich muss auch gestehen, ich habe leider schon wieder nicht dran gedacht, mir einen Timer zu setzen. Diese Folge wird also vielleicht etwas kürzer als die anderen oder etwas länger, aber vermutlich eher etwas kürzer, weil die Kopfschmerzen ebben nicht wirklich ab. Und zack, und zack. Und es gibt Angenehmeres, als auch noch zu sabbeln, wenn man Kopfschmerzen hat. Wobei das ja ein super tolles Hobby von mir geworden ist. Es ist ja eine von den wenigen Sachen, wo ich meiner Ex noch sehr dankbar bin. Die hat mich da auch immer drin ermutigt und meinte, nee, mach mal weiter. Weil dadurch, dass ich zeitlich doch immer sehr, sehr eingespannt bin, habe ich mir das ein oder andere Mal echt gedacht, oh, lass mal, so regelmäßig kannst du eh nicht bringen und meh und Aber nein. Sie hat mich da immer sehr ermutigt, ich habe nicht aufgehört und bin ich sehr froh drüber. Wet Dirt.
So. Taschenlampe. Oh, Cookie, Alter. Hat er mich rechts gerade ein bisschen an der Flanke gekratzt? Hörst du auf? Ja, spielen willst du? Ich weiß. Macht Fadi doch gleich. Ja, hier. Guck mal, bin doch da. Ja. Sorry. Okay. Wow. Ist das eine Höhle? Lecco Schmatzo. Nein, Cookie, weg vom Stromkabel. Der. Kleiner Spacko. Ja, leg dich hin. So ist brav. Ja, an die Stinkesocke. Hast ja recht. So. Ah, Geschwindigkeitsbuff. Das ist immer schön. Auch wenn es gerade so ein bisschen geleckt hat. Alter, nicht, dass der gleich an die Ausknöpfchen vom PC kommt. Hier die 8. Hier geht es noch etwas runter. Ah, dann hört es aber auch schon auf. Hui, wir sind echt richtig schnell geworden. Oh, oh. Okay, das ist alles noch aushaltbar von der Höhe. Da nehmen wir keinen Damage, geschweige denn sterben. Und wow. So. Alter. Das ist eine super krasse natürliche Höhle hier. Wir haben bald keine Fackeln mehr, ey. Das ist natürlich Ätzkram gerade. Und bauen uns ein bisschen eine Treppe. Irgendwie sind hier Lecks, ne? Ich das Gefühl. Boah, wenn wir jetzt kein Holz mehr haben oder ja, doch Kohle werden wir haben, da haben wir ein bisschen was gefunden. Aber ohne Holz sind wir hier gleich echt am Arsch. So, einmal Healing, zweimal Healing, einmal Kopperohr, zweimal Kopperohr. Ach so. Boah, das ist ein bisschen Silber. Das ist natürlich geil. Hier geht das nochmal tiefer runter. Huiuiui. Wow. So, Treppchen, Treppchen. Und letztes Fackelchen. Müssen wir direkt mal schauen, ob wir uns welche craften können. Jawohl, ja. 18 Stück ist aber nicht viel. Muss ich sagen. Echt nicht viel. Achso, ist dann mal das Doppelte. 36, verstehe. Ist schon angenehmer zu wissen, dass wir jetzt dann doch so viele haben. Wobei das auch nicht die Welt ist. Bisschen was an Kopperohr. Und hier haben wir unser Iron. Ach, liebe Leute, das wird eng, ey. Hier noch irgendein Core Fragments zu finden. Wo ich rechts unten, wenn ich da so ein bisschen runterlusche, schon helles Zeug sehe, was tatsächlich diese Core Fragments sein könnte. Ich werde mich da jetzt noch ein bisschen näher ranbuddeln. Und ich denke, ich verrate euch dann in der nächsten Folge, ob das welche sind oder nicht. Zwinker, zwinker. Knick, knack. Nee, Scherz beiseite. Das darf es dann gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich. Ich hoffe wirklich, dass ihr mir so ein bisschen was in die Kommentare reinschreibt, was Tiere angeht. Ob ihr da Fan von seid, ob ihr welche habt und. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.